Morgen, Freunde. Willkommen zum ersten Tag meines kleinen London-Trips. Wir gehen nach London für das NFL London Game. Und ich freue mich sehr. Ich gehe jetzt kurz noch einen Kaffee trinken mit dem lieben Adrian. Schnelle 10-Minuten-Nummer und dann geht's ab zum Flughafen. Denn unser Flug geht so um 12. Aber der Berliner Flughafen ist natürlich wieder scheiße, wie immer. Und deswegen müssen wir sehr, sehr früh da sein, um noch einzuchecken, alles ready zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich nehme mich mit. Viel Spaß. So, Freunde, ich hoffe, man versteht mich durch die Maske. Wir sind inzwischen durch die Security durch, haben unsere Tickets alles am Start. Ich bin heute sogar hier fleißig mit Bauchtasche unterwegs. Wir haben es jetzt gerade 10.11 Uhr, heißt, wir haben jetzt über 2 Stunden Zeit. Wir holen uns jetzt noch was zu essen. Wahrscheinlich gibt es eine schöne Pizza zum Frühstück oder irgendwie asiatisch. Mal gucken, was hier so gibt. Und ja, wir sehen uns im Flieger. So, wir sind jetzt im Flieger angekommen. Wir haben Bock, wir fliegen jetzt 1,5 Stunden knapp nach London und ich zeige euch noch ein paar nette Aufnahmen aus dem Flieger. So, Freunde, wir sind jetzt gelandet in Heathrow. Wir müssen noch durch den Security-Check einmal durch, aber ansonsten haben wir es geschafft. Der Flug war mega entspannt. Wir haben eigentlich die ganze Zeit alle nur gepennt. Wir sehen uns gleich im Hotel. One of you, you want to sit on the front? Hat er sich auf die Vorderseite, sich auf die falsche Seite. Oh mein Gott, Klassiker, Philipp. Das ist eine dumme Zeit. Du hast natürlich einen absoluten Klassiker. So, guten Morgen, Freunde. Tag 2 in London. Wir haben uns gerade fertig gemacht, wie man unschwer erkennen kann. Wir gehen jetzt eine Kleinigkeit frühstücken, wahrscheinlich bei Costa. Danach müssen wir zu unserem Day 2 PCR-Test, den man machen muss, wenn man voll durchgeimpft ist und in die UK einreisen möchte. Deswegen, das werden wir machen und danach werden wir ein bisschen durch die Stadt schlendern, mal gucken, was so passiert, was wir machen, worauf wir Bock haben so, und wohin ich euch mitnehme. Ne? Und natürlich ist das Wetter wie immer fantastisch in London. Fantastisch. Es regnet. Stopp. So, wie man unschwer erkennen kann, sind wir jetzt gerade in der London Underground auf dem Weg zu unserem PCR-Test, den wir machen müssen. Wir müssen jetzt 3-4 Stationen mit der Central Line fahren und dann sind wir auch schon da. Also kurze Strecke. So, Tests sind durch. War ein bisschen eklig, muss ich sagen. Mund und Nase, das war auch das erste Mal, dass ich einen PCR-Test ehrlicherweise gemacht habe. Aber hat alles funktioniert, ich bin guter Dinge. Ich meine, wir sind ja nun alle durchgeimpft, von daher sollte das kein Problem sein. Jetzt werden wir ein bisschen durch die Stadt laufen und uns später noch was zu essen suchen zum Mittag. Und wir schauen mal, was es noch so gibt in London. I'm hungry. I'm hungry. Me too, man, me too. So, wir haben jetzt einen kleinen Mittagssnack. So, Leute, moin moin. Nachdem wir essen waren, sind wir zurück ins Hotel und haben ein bisschen gechillt, ein bisschen Mittagsschlaf gemacht, ein bisschen Videos geguckt, einfach nur entspannt. Und jetzt gehen wir noch eine Kleinigkeit wieder essen, es ist ein bisschen abends. Ich nehme jetzt meine große Kamera nicht mit, weil der Akku nicht so voll ist und ich brauchte sehr für morgen, weil es der große Day. Und ich nehme mich jetzt übers Handy mit so lange. So, wir sind mit Essen durch und jetzt suchen wir uns noch ein Place to stay für ein paar Drinks. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, es ist unfassbar voll hier überall. Also Samstagabend in Soho ist auf jeden Fall geisteskrank, was hier so abgeht. Mal gucken, wo wir gleich landen, ja? Mal schauen. Oh my god, the real Philip Ripski, oh my god. So, Freunde, guten Morgen, Tag 3. Wir haben einen neuen Gast. Ich bin weg. Lukas ist am Start. Sehr gut, wir sind auch alle schon in Uniform hier. Tobi trägt jetzt heute mein Jaguars-Trikot, weil ich natürlich mein Team, die Patriots, unterstütze, auch wenn die heute nicht spielen. Und wir gehen jetzt noch schnell was frühstücken. Dann sehen wir uns gleich im Stadion. Juhu. Mir passt es, wenn er nicht schnell genug laufen kann. Nee, wir bleiben jetzt. Übermorgen kommen wir an. Ist der Sommer? So Leute, wir haben es geschafft, es hat Ewigkeiten gedauert. Wir sind jetzt aber im Stall angekommen, wie man unschwer vielleicht im Hintergrund erkennen kann.
Es war sehr kompliziert, ich musste leider meine kleine Bauchtasche abgeben. Ich hätte safe gedacht, dass es reicht. Aber jetzt freuen wir uns auf jeden Fall auf ein geiles Spiel. Die Jungs waren sich hier schon warm. Ja, wir sehen uns später. Das gefällt den Jungs, das gefällt den Jungs. Ja, Alter. Es ist jetzt gerade Halbzeit, wir haben uns hier gerade Essen oder was zu trinken organisiert. Miami führt 13-10 gegen Jacksonville gerade, ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Wir haben mega coole Plätze, habt ihr vielleicht schon gesehen. Wir genießen jetzt unseren kleinen Snack und hoffen wir, dass die zweite Halbzeit genauso spannend wird. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem sehr geilen Abendessen, aber wir sind super spät dran. Wir haben kein Taxi bekommen, mussten deswegen die ganze Zeit Bahn fahren und super stressig. Mein Puls auf 180. Ich hoffe, wir kommen jetzt rechtzeitig an. Ich muss jetzt versuchen, in Jogginghose reinzukommen. Mal schauen, ich halte euch auf dem Laufenden. So, okay, Freunde, wir haben es geschafft. Letzten Drücker, aber ich hoffe, man sieht mich überhaupt, es ist super dunkel hier. Aber wir sind, wie gesagt, in einem sehr, sehr fancy Restaurant, dem Yawatcha. Wir sind alle komplett underdressed, haben irgendwie alle nur Hoodies, ich habe eine Jogginghose an. Ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin. Wir sind super gestresst, auf dem letzten Drücker hier angekommen, aber jetzt sind wir hier. Wir haben alle richtig doll Hunger. Ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, was wir alles so Schönes zu essen bestellen werden. Die bestellen aber nur sehr, sehr kleine Portionen. Aber so Dim Sum heißt das, glaube ich. Und das ist aber die absolute Hauptattraktion des Abends. Das ist Wagyu Beef in so einer Teigtasche und das ist unglaublich, Freunde. Das ist das geilste Wagyu, was ich in meinem Leben je gegessen habe. Das war es leider schon wieder. Team ist viel zu schnell vorbei. Das war unfassbar gut. Jetzt können wieder die Trikots angezogen werden. Jetzt können wir wieder unsere Jerseys. Jetzt können wir wieder Assi rumlaufen. Kleines Essen, Philipp. War sehr lecker. War sehr gut, ja. Was sagst du dazu, Lukas? Kuss. Tobias, wie fandest du das Essen? Pornös. Immer ein Highlight in London. Ist einfach unfassbar. Angekommen im Hotelzimmer. Super, super satt. Essen war mal wieder fantastisch. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ihr mal ein bisschen schicker essen gehen wollt in London, kann ich euch das Yawatcha in Soho wirklich sehr, sehr empfehlen. Ist wirklich wahrscheinlich so eins meiner Lieblingsrestaurants of all time. Also von daher kann ich euch nur ans Herz legen. Wir werden jetzt nur noch ein bisschen chillen, einchecken für morgen unseren Flug. Es war ein geisteskrank geiles Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn wir am Flughafen sind. So, wir sind gelandet in good old Berlin, Germany, Boys. Das ist eine gute Idee. Mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwie großartig kombiniert werden oder so. Aber ansonsten machen wir uns schnurstracks auf den Weg nach Hause. Und noch ein kleines Shoutout an den netten Grenzschutzmitarbeiter, der sich für meinen Blog interessiert hat und gefragt hat, wie ich auf YouTube heiße. Vielleicht siehst du es ja. Shoutout geht auf jeden Fall raus. Kuss.